bleiben denn meine Urlaubsgäste? Sonst Familie Meckerer auch immer so pünktlich sein. Schöner Mann. Ich habe eine solche Sehnsucht nach meiner Evi. Habe schon so lange nicht mehr gesehen. Ich höre ein Auto. Oh, vielleicht das schon sein. Nein, leider. Nur Signora Pingelig, wo schon seit 3 Tagen hier. Ach, diese Hitze. Ich liebe ja die Sonne, aber diese Hitze. Kommst du, Heinz-Dieter? Dein Mikro. Und hast du den Ventilator dabei? Ja, Mama. Hast du auch das Verlängerungskabel dabei? Nein, Mama. Ach, Heinz-Dieter, muss ich mich in dieser Hitze auch noch unnötig aufregen? Der Ventilator läuft doch nicht von selbst. Oder willst du ihn etwa von Hand antreiben? Ja, Mama. Ach, was heißt hier ja, Mama? Dann hol es bitte. Es liegt im Zimmer. Was, Mama? Na, das Kabel natürlich. Was denn sonst? Ja, Mama. Mama? Wo, sagtest du, liegt das Kabel? Ach, Heinz-Dieter, muss man dir immer alles zweimal sagen? Auf dem Zimmer natürlich, wo denn sonst? Husch, husch, jetzt ab mit dir. Ich sterbe sonst am Hitzschlag. Ja, Mama. Ach, Petro, wenn er doch nicht immer so schrecklich unselbstständig wäre. Dabei lasse ich ihm doch immer alle Freiheiten, die er braucht. Aber er ist nun mal das Ebenbild seines Vaters. Ob das so gut ist? Sie, Signora. Ach, was heißt hier Sie? Das ist überhaupt nicht gut. Mein Mann war bis zu seinem Tod ein orientierungsloses Schoßhündchen, das ich im Wohnzimmer verlaufen hätte, wenn ich ihm nicht immer selbstlos zur Seite gestanden wäre. Ach, hoffentlich entwickelt sich Heinz-Dieter nicht in dieselbe Richtung. Mama, du hattest wie immer recht. Das Kabel liegt tatsächlich in unserem Zimmer. Na, wie gut. Dann steck es bitte ein. Was, Mama? Na, das Kabel natürlich. Was denn sonst? Wo hast du es denn? Es liegt in unserem Zimmer, wie du gesagt hast. Dann hol es endlich und steck es ein. Mein Gott, Heinz-Dieter. Ach ja, Mama. Wie sein Vater. Schrecklich. Signora, wollen haben etwas zu trinken? Eine Sangria? Ja, bitte kühl, gut gekühlt. Und bitte für Heinz-Dieter eine Fanta, aber bitte gestaucht. Wissen Sie, sein Magen, kalte Getränke sind Gift für ihn. Sie, Signora. Ja, mach doch mal los, ihr Weinstein, dass wir doch endlich mitgehen. Da. Mensch, Klaus, jetzt tu doch langsam. Heißt doch wohl. Wir brauchen doch da keinen Marathon, Laura. Was ist denn los? Machen Nore. Mein Gott. Auf der Autobahn hast du auch nicht so eilig. Sag mal, Vater, können wir nicht mal Koffer tauschen? Mensch, meiner ist so schwer. Mensch, komm, gib her. Sie, der treibt mich umeinander, das gibt's nicht. Schon 20 Jahre mache ich das jetzt mit. Nächstes Jahr kannst du noch in Urlaub fahren. Heimat ist das ein nicht einmal ausruhen darf man sich. Heimat noch einmal. No. Was hast du? Ach, Klaus, geh jetzt. Signora? Immer das Gleiche mit dir. Was?
Gott, oh Gott, ist da eine Hitze dahinten, du. Der Bauer, du. Mein Gott sei Dank. Ach Gott. Endlich sind wir da. Das war so Fahrerei. Sag mal, könnt ihr Spanier keine gescheite Straße bauen? Hä? Oh Mann, ehrlich, du. Oh, gab's. Das war eine der 32 Stunden im Auto. Gottes Willen. Oh. Ja, du musst ja auch nicht alle 100 Kilometer anhalten und nach dem El und nach dem Wasser glotzen und noch alle vier Räder nachschrauben. Ha, das ist doch wirklich übertrieben. Du hast vielleicht eine Ahnung vom Herd, aber von Auto verstehst du gar nichts, gell? Weil wenn nämlich da in Spanien länger als eine Minute an der Ampel stehst, dann klauen die der Räder. Lass mich noch machen. Mutter, Vater, jetzt sind wir kommen da und schon streitet ihr euch wieder. Ha, das ist ja echt schlimm mit euch. Hallo, Pedro. Wie du sicher schon gemerkt hast, sind die Meckeros wieder da. Buenos dias, Señor Meckero. Buenos dias, Señor Meckero. Ach, wir sind hola, wieder da. Wollen Sie haben etwas zu trinken nach der langen Fahrt? Oh ja, für mich und Mutter die leckere Sangria, so wie jedes Jahr. Und du, Vater? Señor, eine spanische Cerveza, eine spanische Bier. No, das Geschäft trinke ich nicht. Ich habe mein Bier schon kalt gestellt. Ich habe genug dabei von daheim. Auf jetzt, jetzt kommen die Koffer da aufs Zimmer. Klaus, wollen wir nicht zuerst einmal auspacken? Du weißt ganz genau, wenn wir das länger da haben stehen lassen, werden die klaut. Wir sind nämlich in Spanien, gell? Das musst du merken. Und jetzt, du kannst nämlich nachher auspacken, weißt du? Wenn die Sonne untergegangen ist bei Nacht. Weil wir sind in Spanien und wir werden jeden Sonnenstrahl ausnutzen. Damit auch die Nachbarn sehen, dass wir im Urlaub waren. Auf jetzt, mitkommen. Ja, auf jetzt. Oh, muss wieder alles selber machen. Vater, jetzt nimm doch wenigstens die altmodische Kappe ab, damit die Sonne überall nahe kommt. Die ist in einem Kleingärtnerverein in Ordnung, aber nicht hier in Spanien. Die Kappe bleibt auf. Denk du lieber an dich und zieh du nicht so knappe Badeanzug. Oh, weil sonst kriegen die Spanier wieder so Stielachen, weißt du? Wenn dich einer anpackt und anquatscht, gell? Merkt ihr das? Lass dich mit kommen, ey. Wenn dich einer anquatscht, sagst du, sei es verheiert und dass dein Mann, der ist Boxer. Vater, du bist ja echt albern. Ach, jetzt mitkommen, auf! Heilen, auch mal jetzt leer auf. Trinken dürfen wir, Mensch. Ach, ich muss da auch noch einen Schlüssel haben. Was ist denn los? Kriegen wir heute einen Schlüssel? Ich schon kommen, Senior. Hier ist sein Schlüssel. Ja, aber Klaus, wollen wir nicht doch vielleicht zuerst auspacken, sonst verknittert doch wieder alles so. Nichts, mitkommen jetzt, auf. Hey, passen Sie doch ein bisschen auf, Mann. Ha, sagen Sie mal, was legen Sie denn da herum? Sehen Sie nicht, dass da ein Weg ist? Hier ist nirgends einen Weg. Sind Sie blind? Drehen Sie mal Ihre Schweißerbrille runter. Na, sehen Sie ja da, das war wirklich die blinde Nuss. Was? Schweißerbrille? Sie, das ist eine der teuersten Sonnenbrillen aus dem Hause La Poitou-Gagné. Sie, Flegel. Die würde ich nicht einmal zum Flex aufsetzen. Klaus! Jetzt gibst du aber auch. Heißt doch, mit die Mecker da. Wir sind fünf Minuten da, dann streitst du schon also wieder mit der Leid. Jetzt geht's aber los. Halt so was. Hoffentlich bleibt dieser Widerling nicht allzu lange. Wo bleibt denn nur Heinz Dieter? Pedro, die letzten zwei Monate sind wir wie eine Ewigkeit vorkommen.
Evi, endlich ich dich wieder haben. Ich habe dich so vermisst. Ich dich lieben. Ich liebe dich, heißt das. Aber das lernst du schon noch, mein Schatz. Deine Papa aber immer noch nicht besser zu sprechen auf uns Spanier, oder? Ach, denn mit seinem blöden Vorurteil. Wenn der wisst, sein Kappe, sein Glorgärtnerverein und sein Bier, das ist alles, was für ihn zählt. Aber diesmal sag es ihm, ich versprich's dir. Mama? Ach, endlich, Heinz-Dieter. Hier ist das Kabel. Na, wie gut. Dann steck es bitte ein. Wo, Mama? Ach, Heinz-Dieter, ein Ende in die Steckdose und das andere Ende in den Ventilator. Mein Gott, wenn man nicht alles selber macht. Irgendwas, Helena. Ja, Mama. Ja, auf. Mann, Mann, Mann. Ach, Heinz-Dieter. Ach Gott, Heinz-Dieter, doch nicht in die Windflügel, sondern in den Stecker. Mann, alles muss man selber machen. Und stell den Ventilator bitte so hin, dass er in mein Gesicht bläst. Ich brauche Luft. Ist das gut so, Mama? Ja, wenn er nicht eingesteckt ist, kann er auch nicht funktionieren, Heinz-Dieter. Eingesteckt ist er. Aber anschalten könnte ich probieren. Ja. Und trink jetzt bitte deine Fanta, sonst wird sie doch wieder kalt. Mama, ich mag aber kalte Fanta. Heinz-Dieter, du weißt genau, dass kalte Getränke nichts für deinen Magen sind. Also trink jetzt und sei ruhig. Mama, wieso sind kalte Getränke eigentlich nichts für meinen Magen? Weil dein Magen in der Hitze... Ach, das ist jetzt zu kompliziert. Glaub mir einfach. Ja, Mama, ich glaube dir. Heinz-Dieter, nimm bitte jetzt den Fächer und setz dich auf diese Seite. Ich brauche Wind von beiden Seiten. Wind machen, Mama? Bist du sicher? Ja, natürlich. Er macht's jetzt. Ja. Heinz-Dieter, du Ferkel, schäm dich. Wieso, Mama? Du sagtest doch, ich soll Wind machen. Aber mit dem Fächer. Ich bin entsetzt über dein Benehmen. Nun mach schon. Achtung, Vater kommt. Pass doch ein bisschen auf. Ha, das ist doch die größte Unverschämtheit. Ha, das kommen wir schon 20 Jahre daher. Tut dem sein Vater in Urlaub. Da war der Kerl noch nicht einmal drüber hinter der Urlaube. Und jetzt ausgerechnet an unserem Jubiläumsurlaub gibt doch der uns das falsche Zimmer. Du, wenn du uns nicht geben, gleiche Zimmer wie letzte 19 Jahre. Dann wir fahren wieder nach Hause Deutschland. Brumm, 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 mit Auto, du Capito. Klaus, jetzt sei doch nicht so. Was du wolle, Senor. Was du wolle. Du habest Zimmer wie immer, wie letzte 19 Jahre auch.